Und damit herzlich willkommen zurück bei Let's Play Minecraft. Ja, ihr habt es wahrscheinlich gesehen, in der allerletzten Folge haben wir... In der letzten Folge wollten wir runter in die Mine gehen und dann ist mir tatsächlich zum allerersten Mal aufgefallen, dass wir uns gar nicht auf Diamantenhöhe befunden haben. Richtig. Die ganze Zeit waren wir auf einer komplett falschen Höhe und dadurch ist es ja auch wohl verständlich, dass wir keine neuen Diamanten finden. Verdammt, verdammt. Aber egal, das kriegen wir alles wieder hin. Das ist überhaupt kein Problem für uns. Denn wir sind ja mittlerweile schon eingespielte Profi-Minecraft-Let's Player, so würde ich es gern bezeichnen. Und deswegen machen wir uns auch direkt wieder auf den Weg in unsere schöne kleine Höhle. Oh ja, das sieht jetzt richtig, richtig cool aus, Leute. Wir gehen jetzt hier mal kurz hoch und schauen uns mal oder bewundern mal unser Bauwerk von oben. Das muss ja auch mal sein und es sieht wirklich klasse aus. Da muss ich doch direkt mal einen Screenshot davon machen. So schön ist das fürs Thumbnail, für euch, dass ihr immer auf dem aktuellen Stand seid. Schreibt ihr mir doch vor allem, ihr merkt schon, ich bin aufgeregt heute, ich weiß auch nicht, woran das liegt. Vielleicht auch daran, dass es draußen gefühlt 30 Grad hat. Und ja, es ist einfach sehr, sehr heiß und mir ist direkt was aufgefallen. Jetzt fahren wir erst hier erstmal wieder hoch mit Fullspeed. Zack, zack. Nein, 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 nein. Verdammt, ich habe mich verklickt. Okay, wir fahren nochmal. Ah, okay, wir können auch so hochfahren. Cool. Dann machen wir das doch mal. So, und ich glaube, so konnten wir aussteigen. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Wir brauchen nämlich mehr Fackeln. Und es wird auch Nacht, aber das ist in der Höhle eigentlich überhaupt kein Problem für uns. Auf jeden Fall schreibt mal, wie ihr so dieses Minecraft Let's Play empfindet. Seid ihr genauso weit, dass ihr euch jede einzelne Folge anschaut oder seid ihr eher, dass ihr ab und zu immer mal wieder reinschaut? Würde mich auf jeden Fall interessieren, schreibt es mal in die Kommentare mit rein. Und wir gehen jetzt mal wieder runter in unsere kleine Höhle, um auf Diamantenhöhe jetzt tatsächlich mal zu kommen. Und wenn es richtig, richtig gut läuft, finden wir sogar noch ein paar Diamanten. So, wir geben Fullspeed nach unten. Zack, 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 zack. Und aussteigen. Sehr gut. So, dann gehen wir hier doch mal runter. Machen wir mal hier den F3-Modus. Das ist ja immer noch nicht die Diamanten. Ne, wir müssen viel weiter runter, Leute. Viel, viel weiter runter. Genau da, dann geht's hier weiter. Genau. Und da ist doch schon direkt eine Höhle. Mit einem Creeper. Nein, und ich habe das Schwert weggeworfen. Nein! Nein! Geh weg von mir. Verdammt. Unser Schwert ist auf jeden Fall noch da. Glück gehabt. Hier ist ein bisschen Lapislazuli. Das bauen wir doch mal direkt ab. Ich weiß nicht. Ich komme einfach mit diesen Creepern nicht zurecht. Jedes Mal aufs Neue töten die mich. Ah, Höhlen sind eigentlich immer was Gutes, aber nicht auf der Höhe, leider Gottes. Und vor allem nicht, wenn die uns alles hier kaputt machen. Diese Creepers. Nee, das wollte ich nicht. Hier dran. So, dann müssen wir, hier ist eine Höhle, aber wir gehen jetzt hier erstmal noch weiter runter. So, sehr gut. Zack, zack. Und dann sind wir genau da, wo wir vorhin stehen geblieben sind. Verdammt. Aber wir sind jetzt schon auf Höhe 17. Das ist erstmal nichts Schlechtes.
tatsächlich. Wir tun jetzt hier mal noch eine Fackel. Da ist Lava. Da ist eine Spinne. Okay. Noah! Fast runtergefallen, Leute. Ah, hier ist Eisen. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Eisen. Der Eisenvorrat geht langsam zu Neige. So, und schon sind wir hier unten. Sehr gut, da ist noch ein bisschen Eisen. So, wo würden wir denn jetzt hier runter? Gold. Sehr gut, Gold brauchen wir immer. Für die Pistons auf jeden Fall. Wow! Nein, nein, nein! Wow. Glück gehabt, Leute. Das ist eine Katastrophe hier. Ich will hier raus. Und zwar so schnell wie nur irgendwie möglich. Die Frage ist, wo kommen wir denn runter? Hier ist nur ein bisschen Kohle. Was ist das schon wieder hier für ein komischer Raum? Egal, die Kohle nehmen wir mit. Die ist erstmal ja nichts Schlechtes. Die Frage ist, ob wir Diamanten finden werden. Aber wo wären wir denn rausgekommen? Ich habe doch das Wasser gesehen. Da hinten ist Lava. Von da oben, oder wie? Oder was? Oder wo? Oder von da? Oh, verdammt, ich hab mich... Was ist das hier für ein rotes... Was ist das für ein rotes Zeug hier? Es geht immer dann weg, wenn wir näher rangehen. Sehr komisch. Hier wachsen Pilze. Da ist ein bisschen Gold. Das Gold nehmen wir natürlich mit. So. Oh, wir finden sogar ganz schön viel Gold. Sehr, sehr gut. Aber wir haben uns schon wieder verlaufen. Die Hülle ist ja riesig schon wieder. Nee, also hier ging es nicht lang. Verdammt, Leute. Ich will mich nicht schon wieder verlaufen. Also. Jetzt gehen wir mal ganz taktisch vor. Boah, da wäre mir fast runtergefallen. Da ist ein Zombie. Das Erste, was wir jetzt mal machen werden. Dich töten, genau. Spinnst du? Hör auf damit. Ha. Wir sind die Nummer 1. Tot und tot. Niemand legt sich mit uns an. Hier ist Obsidian, okay. Redstone haben wir da ein bisschen. Pfeile, ein bisschen Bone Meal. Aber wo geht's denn hier wieder zurück, Leute? Ah, da sind unsere Fackeln. Jawoll. Sehr, sehr gut. Wir bauen uns jetzt hier straight runter. Genau so. Dann kommst du wieder weg. So, und jetzt wie eine Treppe hier. 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 So, auf welcher Höhe sind wir jetzt? Müssten jetzt mal ganz kurz nachschauen. Zack, zack. Höhe 12. Das reicht mir noch nicht. 12. Ach ne, warte jetzt mal. Hier ist ja die 12, gell? Nee, 11 ist hier. 11. Erstmal da eins hin. Ne, das kommt weg. Hier müssten wir jetzt weiter runter. Aber ich muss jetzt hier erstmal zubauen, Leute. So leid es mir tut. Ja. Sehr gut. So. Also, dann geht's hier weiter runter. Zack, zack. Ah, eigentlich bräuchten wir unsere Diamantspitzhacke, aber die haben wir jetzt natürlich nicht. 2000 hours later. Gleich haben wir es geschafft, Leute. Gleich sind wir durch Obsidian durchgekommen. Geht's überhaupt kaputt, Leute, oder kommt mir das nur so vor? Ja.
Ich glaube, das geht. Ja, doch, da links. Da ging es gerade ein Stück weiter. Jawohl, wir haben es geschafft, Leute. Ein Träumchen. So, auf welcher Höhe befinden wir uns jetzt hier? 10. Genau, ich mag ja so. Ja, 10 ist eigentlich in Ordnung. 10 gefällt mir. So, und dann fangen wir hier eigentlich so gesehen mit dem schönen Strip Mining an. Falls ihr noch nicht wisst, was Strip Mining ist, man baut sich einfach einen schönen langen Gang hindurch, nimmt natürlich alle Erze mit, die man so noch findet auf dem Weg, so wie wir das jetzt gerade machen mit der Kohle. Und dann alle 2 Blöcke schaut man, soweit man mit der Axt reinkommen kann oder abbauen kann, überall mal so entlang. Kann ich das ja mal kurz zeigen. Wir bauen jetzt mal hier. Leute, Diamanten. Jawollo. So. Da machen wir doch direkt doch wieder mal einen kleinen schönen Screenshot. Aber wir erstmal tun wir hier eine Fackel hin. Oder nee, wir lassen es von unten beleuchten. Ah, das geht nicht. Wir müssen. Oh ja, da geht's noch weiter. Da geht es noch weiter. Erstmal noch. Oh, da geht's noch mal weiter. Toll, das war's schon, oder wie? Nein, da geht's noch weiter, Leute. Ja. Nice. Jetzt gefällt mir, ne? Das gefällt mir. Dann bauen wir doch mal diese wundervollen Prachtstücke ab. Wir haben einen Diamanten, 2, 3, 4 und 5 und 6 neue Diamanten, Leute. 6 neue Dias. The Calderon. Sehr nice. Genau danach haben wir gesucht und es ist umso schöner, dass wir es zusammen mal wieder gefunden haben. Das ist ein Träumchen, ihr Lieben. Und mit Träumchen meine ich einen Traum. Einen wundervollen Traum. Hier ist Wasser über uns. Blub, 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 blub. Blub, 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 blub. Blub, blub. Oh ne, da ist ein Creeper. Zumachen. Ciao. Der Creeper, der kriegt uns. Achso, andere Richtung. So. Jetzt machen wir mal hier. Zack. Zack, 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 zack. So. So, und hier geht's dann nämlich hoch, genau. Perfekt. Sehr, sehr gut, Leute. Das gefällt mir, ne? Das gefällt mir. So. Ich glaube, da hätten wir gar nicht zumachen müssen, weil wir 3 breit bauen müssen. Einmal weiter nach links und einmal weiter nach rechts, ja. Da habe ich natürlich wieder nicht mitgedacht. Aber dann nehmen wir doch hier noch das Eisen mit. Und dann hier noch das Redstone Stone. Und dann war es tatsächlich schon. Ich meine, was Besseres als Diamanten kann uns nicht passieren, Leute. Wir sind die Dia Kings. Wir haben 6 in Worten. 6 neue Diamanten. Ich habe jetzt sogar auch keine Angst vor diesem Creeper da hinten. Den werden wir jetzt angreifen und zerstören. So einfach ist die Geschichte. Komm her. Siehst du? Hast schon den ersten abbekommen. Da ist sogar noch einer. Und noch einer. Okay, jetzt kriege ich Angst. Okay, Nummer 1 ist tot. Nummer 2 ist tot. So. Dann nehmen wir doch mal ein bisschen Brot zu uns. Ups. Die wollte ich gar nicht dran bauen. Wo war der letzte? Den holen wir jetzt auch noch. Der letzte Creeper, wo war der? Na egal, dann ist er halt weg. Aber uns macht vielleicht kein Creeper mehr was vor jetzt. Sehr verwirrend hier schon wieder die Höhle, muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber okay. So. Und dann geht's hier nämlich hoch, Leute. Zack, zack. So. Es ist doch am schönsten. Springen wir hier nochmal ein bisschen hoch, hier nochmal ein Stück. Und dann
sind wir doch hier schon am Ende angelangt. Was machen wir hier? Ich weiß es noch nicht. Hier haben wir sowieso komisch gebaut. Entweder wir wären hier noch weiter runtergegangen. Jetzt haben wir hier so einen Eingang. Oder wir bauen hier dann so einen Schacht durch, der uns dann hier reinführt. Aber dann würde ich hier gerne wieder zumachen. Die Frage ist, ob wir so durchfahren können. Das müssen wir uns dann mal, würde ich sagen, in der nächsten Folge überlegen. Jetzt düsen wir hier erstmal hoch. Na komm, gleich haben wir es geschafft. Zack, zack. Einmal abspringen. Zurück in unser kleines Farminghaus. Wir haben noch nicht mal ein eigenes Haus, fällt mir gerade auch schon wieder auf. Hier macht es wieder blub, 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 blub. Blub, blub, blub. So, dann würde ich sagen, was haben wir denn? Gold? Hier kommt das hier rein, da kommst du rein. Du und du kommst da noch rein. So. Kann man das braten? Nee, es geht nicht. Hier noch Eisen. Was haben wir noch? Das war's, kann man Granit brennen? Nee, es geht auch nicht. Wir könnten ein bisschen noch Cleanstone machen, aber. Nö, das sehe ich irgendwie nicht ein. Von dem her. Zack. Einmal Bruchstein abladen. Das hier abladen. Die Dias abladen. Sehr schön. Zack. Bisschen Redstone. Und dann, zack, wird das Ganze wieder schön markiert. Da ist ja noch ein Diamant. Dann haben wir jetzt schon 7 Dias. Nice. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Sehr gut. Aber dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Von Minecraft. Wenn euch die Folge gefallen hat, wenn ihr es genauso feiert, dass wir Diamanten zusammengefunden haben, dann lasst doch ein Like nach oben da. Kommentieren nicht vergessen. Teilen. Alles, was dazu gehört. Lasst die Community stetig weiter wachsen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao. Und haut rein.